Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf den dritten Teil. Ich weiß, auch hier ist es wieder lang her. Habe ich das Video überhaupt schon rausgebracht? Nee, es ist noch nicht lange her. Es ist aber lange her, dass Stefan und ich jetzt die ersten beiden Teile angeschaut haben, weil dann der bekannte YouTube-Kacke-Adventskalender dazwischen kam. Heute deswegen der dritte Teil von YouTube-Kacke. Sosins Restaurant kurz vor dem Rosin. Das ganze Video von Toilettentasse. Ganz kleiner Kanal, aber muss ich wirklich sagen, die ersten beiden Teile fand ich sehr, sehr cool. Heute Tag 3, das wurde mir, oder Part 3, der wurde mir auch actually vorgeschlagen. Und ja, ich würde sagen, wir langfackeln gar nicht erst rum, wie wir früher gesagt haben. Ich habe Stefan dabei, wir gehen rein, let's go. Hast du jemanden, kennt das noch aus unseren alten Minecraft-Videos? Tag in Scheidenbraunsch. Wie wird es? Hey. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort heißt. Naja, gut. Weitergehen. Tja. Also, wir haben gestern Wasser wirtschaftet. Das ist Minus. Genau so ist es. Ja. Du und dann hast du noch eine Familie, dann hast du noch einen Minderjährigen, Hinz und Kunz. Und um 22 Uhr wird Kunz dazukommen. Und um 3 Uhr wird Hinz dazukommen. Und du darfst dann nicht anfangen, deine Mutter zu retten. Sohn, oh Mann, das fängt hier. Oh mein Gott, okay, chill doch, what the fuck. Junge, manchmal redet sich Sosins so dermaßen in Rage, dass er dann auf einmal auf Familie geht, Mann. Der soll mal ein bisschen chillen. Ey, ist das bei dir eigentlich auch so 3 Frames pro Minute, Alter? Das ist ja. Gefühl, ja. Das ist ja kaum auszuhalten. 22 minus 14 und dann noch 2, das ist 3. Du kannst nicht rechnen. Okay. Ja, aber schon krass, oder? Finde ich schon krass. Also ich finde das auch krass. Ich finde, aber als Koch muss man so ein bisschen rechnen schon können. Du musst ja teilweise die Rezepte wahrscheinlich hoch und runter rechnen, so auf Person oder was. Und dementsprechend ist es nicht schlecht, wenn man da so Grundlagen von Mathematik ein wenig versteht. Man muss ja nicht gleich irgendwelche, keine Ahnung, X- und Y-Achsen berechnen von, keine Ahnung, hatte kein Mathe, lol. Also was denn? Wir brauchen ein Konzept. Genau. Kleinster Zweisatz, größter Gewinn. 3. Das ist totaler Blödsinn, den ihr erzählt. Totaler Blödsinn. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht rechnen. Ich denke mal, dass wir das hinkriegen werden, nicht? Ja, irgendwie fällt mir gerade. Was? Dieses nicht am Ende einfach. Ich musste darüber ein bisschen länger überlegen, weil Rosin hat gesagt, kleinster Zweisatz. Ich habe das nicht ganz verstanden, ob das ein Mathe-Witz war, wegen Dreisatz, oder ob das ein Witz war einfach wegen Einsatz, aber er sagt Zweisatz. Ah, okay, verstehe ich. Aber das kann natürlich auch in beide Richtungen gemeint sein. Also Toilettentaste hat hier eventuell einen Meta-Humor rausgehauen, den es ja mal ganz anders zerschallert. Hast du verstanden? Jetzt gilt es, die Zukunft umzusetzen. Doch schon bald droht der Sternekoch das Betreiberpaar zu Zwiebeln. Und selbst. Was genau verstehe ich darunter? Ich bin ja kein Koch. Naja. Bei Einrichtungsexpertin Karthard liegen die Nerven blank. Die scheiß Spüle! Doch noch geht es. Ah, so. Ah, und so. Digga. Oha, Digga. Junge, Rosin ist so ein Magier. Holy shit, ey. Holy shit. Was du unbedingt brauchst, ist Paprika-Gewürz, das die Stärke karamellisiert, ne? Okay? Jetzt zeig dir mal einen Klaps auf dem Hintern. Seit wann benutzt man Paprika-Gewürz, um die Stärke zu karamellisieren? ich war auch eher noch ein bisschen Da denkt man, man hat genug Gordon Ramsay geguckt, damit man kochen kann. Digga. Dann, nee. Ey, ich war jetzt gerade schon wieder ein bisschen verwirrt davon, dass Rosin hier wieder sexuell handgreiflich geworden ist. Ich meine, das kennen wir ja schon von ihm, dass er immer mal hier und da gerne übergriffig wird, aber Bro, der muss chillen im Fernsehen. Oh. Alter, Dicker. Gemüse. Schatz, guck mal den Müll einmal bitte. So, und jetzt kannst du alles schön beerdigen. In diesem Sinne. Bis die Tage. Franz, schon. Super. Klasse. Einrichtungsexpertin K.K. hat Besitzer Martin zu entrümpeln. Was hat er denn getan? Digga, der arme Martin, Alter. Junge, jetzt wird er noch entrümpelt. Hi, Karl, du bist die Fachkraft hier, die Einrichtungsgestaltungsfachkraft. Ja. Ich sag ja.
Digga, sie hat richtig Bock auf ihren Job, glaube ich. Ja. Sie hat einen ganz wichtigen Part vor sich, nämlich den Karren hier aus dem Dreck ziehen. Ich mache jetzt eine kleine Pause, denn eins steht fest, das ist sicherlich die Einrichtungsgestaltungsfachkraft. Frank Sorosin widmet sich direkt Leiter Lili. Alter, Willi, diese geile Legende, Digga, diese geile Alter. Legende mit seinem Wikingerbart. Jo! Jo! Ja, Leute! Es riecht. Ich bin 15 Jahre hier und habe 15 Jahre hier gelebt. Und nicht nur ich, sondern auch ich. Ja. Klar! Echt? Ja. Zeig mal. Fuck, Alter. Was sieht man als erstes, wenn man hier reinkommt? Ein Ordner einsortiert. Das ist nicht euer Wohnzimmer. Das ist nicht euer Zimmer. So, was ist denn so? Okay. Enteignet er sie jetzt oder wie habe ich das zu verstehen? Also, was passiert jetzt? Was? Was wolltest du denn kochen mit mir? Erzähl mal. Bratwurst? Wir machen einen mallorquinischen Wurststampf. Ja. Also egal, was das ist. Nee. Ja, also Wurststampf, finde ich, klingt ein bisschen disgusting. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dafür essen gehen würde. Wo machen wir Menükarte? Stampf? Ja. Wo ist sie? Okay. Menükartenstampf finde ich auch wild. Ich habe aber keine Preise hinterher. Okay, mach schon mal hier arbeiten. Und ein kleines Töpfchen für die Menükarte. Das ist ein Mega-Rezept, passt mal ganz genau auf. Mallorquinische Stampfkarte. Und wenn ihr das jetzt nicht so hinbekommt, sensationell. Was kommt in deine Menükarte? Salat rein. Da kommt dieses Stück Milch rein. Da kommt dieses Stück Milch rein, da kommt ein bisschen Butter rein und es kommt frische gemahlene Milch rein. Was meinst du, was wir jetzt? Frische gemahlene Milch. Ich glaube, ich muss das Rezept auch mal probieren. Eigentlich wollte ich heute Abend was anderes essen, aber ich glaube, ich habe mich gerade umentschieden. Ey, ganz ehrlich, ja. Weißt du was? Ich mach mit. Ich probiere es auch. Also okay. Kräuterbutter? Milch? Wirklich, wenn Rosin so bei mir sein würde, ne? Ich glaube, ich könnte das alles nicht mehr aushalten länger. Butter. Okay. Ein bisschen Dings. Und die Brühe sorgt für die nötige Portion Wurstgulasch. Das ist so. Das ist so. In der Scheideschenke herrscht noch immer Einrichtungsexpertin KK. Oh, hi. 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 Moin. Oh. Hi. Moin. Moin. Na? Oh. Na? Warum? War eine lange Nacht. Es waren natürlich lange Tage, was? Keine Frage. Ja, nee, klar, alles gut, Digga. Nee, das war stabil. Stabile Unterhaltung. Also beide, glaube ich, nicht so die Experten, was Smalltalk angeht. Tage und lange Nächte, keine Frage, weil es waren natürlich lange Tage und lange Nächte. Es war doch eine ganze Menge. Tage und Nächte und lange Nächte und lange Tage und Länge, Tage und Länge, Nächte. Aber im Endeffekt haben wir es ja auch alles geschafft. Ne, wenn der Salat genauso beschissen schmeckt wie das Büro, dann gehe ich jetzt kochen. Das ist ein Knochen, ja, das ist schön fettig. Im Strunk des Fleisch versteckt sich das meiste Vitamin C. Für die Soße heißt es Wein anbraten, Wein dazu, Wein ablöschen. Und schon kann das Rohr ab ins Rohr. So, erst kochen, dann kochen, ganz wichtig. Was haben wir eigentlich jetzt alles zusammen gekocht? Wir haben die Wochenkarte gekocht. Ist der weich oder ist der weich? Oder ist der weich? Oder ist der weich? Eine Karte, lecker, frisch. Das war ein voller Erfolg für die... Ey, das ist die Hauptsache. Wenn die Wochenkarte weich gekocht ist, wirklich. Darüber freue ich mich am meisten. Das machen auch nicht viele, ne? Ja, nee, das kriegen nicht viele so gut hin. Also ich habe hier und da mal, weil mir nichts anderes übrig bleibt, habe ich dann doch die gekochte Wochenkarte bestellt in einem Restaurant und die war oft einfach zäh und hart. Und das ist es dann einfach nicht. Versteht. Stimmt. Ey, aber ohne Witz, Rosins Restaurant hat fast noch nie ein Lokal wirklich gerettet davor, dass es schließt, weil am Ende des Tages haben die alle geschlossen. Das ist sogar, ich habe auch eine Zeit lang Rosins Restaurant geschaut, so alte Folgen auf YouTube und so weiter, und habe dann immer die Restaurants danach gegoogelt. Digga, die meisten hatten zu. Die meisten hatten dann einfach zu. Das habe ich bei Kitchen Nightmares gemacht und da waren auch so 9 von 10
haben zu. Das ist so krass, ne? Also, ja. Weil da möchte man echt meinen, dass die jetzt vielleicht voll ambitioniert da rangehen, so nachdem halt jemand wie Rosin oder so da war und da alles auf Vordermann gebracht hat. Ja, das war wohl nix. Morgen ziehen usprige Bratkartoffeln am Himmel auf. Okay. Wilde Endcard, no joke, wilde Endcard. Geiles Video von Toilettentasse, schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei, lasst da ein bisschen Liebe da, würde mich sehr, sehr freuen, würde ihn sehr, sehr freuen, ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mega kleiner Kanal, aber no joke, ich finde die Videos echt stark und der hat auch mega viele Aufrufe. Komisch, dass er so wenig Abonnenten hat. Ey, haut da mal ein bisschen die Abos durch, ja, haut da ein bisschen die Abos durch bei Toilettentasse. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein. Ciao.